Herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um die Canon EOS R6 perfekt konfigurieren. Die Canon EOS R6 konfigurieren, ins Menü rein und schauen, was man für sich persönlich verbessern, optimieren kann. Ja, das ist eigentlich immer so der erste Schritt, wenn ich eine Kamera in die Hand bekomme und sie dann ja auf meine Bedürfnisse abstimme und anpasse und reingehe. Ja, welche Parameter möchte ich auf welcher Taste haben? Wie sollen die Parameter gesteuert werden? Was packe ich in ein Favoriten-My-Menü hinein, damit ich einen schnelleren Zugriff habe? Wie konfiguriere ich individuelle Tasten? Ja, und das gilt dann auch für mich an der Canon EOS R6. Die filmt mich übrigens gerade, deswegen habe ich sie nicht in der Hand. Aber ich will mal zeigen, mit welchen Parametern ich wie umgehe, wie ich die Kamera konfiguriere und umkonfiguriere. Und vielleicht ist das für euch und für sie ja auch eine Orientierung. Das mache ich gleich am Computer und dann können wir zusammen einmal reinschauen, wie man die Kamera optimieren kann und die Parameter anpassen kann. Ja, zunächst will ich einmal zeigen, wie kommt man an die Bedienungsanleitung einer EOS R6 ran. Da habe ich jetzt hier einfach den Begriff in Google eingegeben. Ich will mal kurz einen Weg beschreiben. Es gibt sicherlich auch andere Stichworte. Ja, hier wird jetzt EOS R6 angeboten und da gehe ich mal ganz kurz nach unten. Und da gibt es dann die Kategorie Support, also da wandere ich jetzt hier ziemlich weit nach unten, beziehungsweise ganz nach unten. Hier gibt es dann Support, da kann ich raufgehen und da gibt es dann hier Bedienungsanleitung. Und ja, hier bin ich jetzt bei Treibern und so weiter, da kann ich jetzt hier auf EOS-Kameras gehen. Und hier oben gibt es eine Zeile EOS R, jetzt wird mir EOS R angezeigt, hier die EOS R6, ja. Und jetzt kann ich hier unter Handbüchern dann auch die Handbücher verfügbar, erweitertes Handbuch, PDF nutzen und dann ja, abrufen und reinschauen. Jetzt will ich aber die Konfiguration einmal besprechen und zwar hier habe ich noch einen kurzen Hinweis. Wenn man das Programmwahlrad verändert, dann gibt es möglicherweise, ich bin jetzt auf Vollautomatik, hier nur 4 Karteireiter im ersten Karteireiter, also 4 Unterkarteireiter. Wenn ich das jetzt verstelle, habe ich jetzt hier 8, nicht mehr 4, also das ist abhängig, oder 9 sogar. Das ist abhängig von dem gewählten Programm hier am Programmwahlrad. Und ja, wenn ich jetzt ins Movie-Programm wechsle, hier im Movie-Programm, da gibt es dann andere Einträge zum Teil. Also hier steht jetzt nicht mehr Bildqualität, sondern Aufnahmemodus. Daran sollte man denken, Programmwahlrad werde ich hier auf ein sogenanntes Kreativprogramm stellen, also auf AV, damit ich hier auch die meisten Standardeinträge sehe im Menü. Es kann natürlich immer mal sein, dass man hier auch eingegraute Einträge hat. Da gehe ich dann gleich noch ein bisschen drauf ein. Das kann auch mit einem zum Beispiel mit dem Verschlusstyp zusammenhängen. Ja, wenn ich die Infotaste drücke, gibt es verschiedene Infos, die hier eingeblendet werden. Eine Wasserwaage und auch diesen sogenannten Quick Control Screen. Und ja, hier habe ich jetzt Reihenbelichtungsfunktion AEB gerade eingestellt. Also ich muss einmal auf Q drücken, damit ich hier per Fingertouch den Monitor bedienen kann. Und sonst kann ich hier also nicht per Fingertouch rangehen. Hier gibt es noch einen Schnellzugriff für die Tastenkonfiguration. Da gehe ich später noch kurz drauf ein. Also hier kommt man über Kurzzugriffe. Hier einmal Q drücken. Dann komme ich also in die Möglichkeit, auch per Fingertouch hier auf dem Q-Monitor, Quick Control Screen, Direktzugriffe per Fingertouch vorzunehmen. Jetzt aber hier Bildqualität, ja, das ist der erste Eintrag. Hier will ich nochmal zeigen, wie man die Karteireiter wechselt. Also das vordere Rädchen oben, da kann ich dann, oder auf Q-Taste, da kann ich dann die Hauptkarteireiter wechseln, die Unterkarteireiter über das
Hauptwahlrad beim Auslöser oder ich drücke den Joystick, dann kann ich einzelne Seiten anspringen und nicht alle großen Karteireiter. So, jetzt sind wir am ersten Eintrag, Bildqualität. Ja, hier kann man auch RAW und JPEG parallel einstellen. Ich gehe mal etwas flott durch, sonst wird das zu lange dauern. Ausschnitt, Seitenverhältnis kann man hier ändern. Das lasse ich mal unbeschnitten. Belichtungskorrektur. Ja, hier kann man also auch Reinbelichtung, AEB, Auto Exposure Bracketing einstellen, wenn man den manuellen oder den ersten elektronischen Verschlussvorhang vorgewählt hat. So, hier habe ich ein RF-Objektiv und hier habe ich jetzt gerade mal raufgedrückt und eine Belichtungsreihe ausgelöst. Aber wenn ich den schnellen Serienbildmodus einstelle, dann habe ich jetzt sehr schnell eine Reihenbelichtung aufgenommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall dann, wenn man hier diese Reihenbelichtung nutzen möchte. Da kann man ja später ein HDR verrechnen am Computer, dann auch den Serienbildmodus zu wechseln. Ja, ISO-Empfindlichkeiten, da habe ich den gesamten ISO-Bereich freigeschaltet und zwar L bis H, also die Empfindlichkeit, die kann man auch direkt über die Bedienelemente an der Kamera verändern, aber hier habe ich Low bis Maximum freigeschaltet. Hier gibt es noch Auto-ISO-Mindestverschlusszeit und auch die Auto-ISO-Logik kann man modifizieren in schneller und langsam. Das ist die sogenannte Faustformel, die kann man schneller oder auch langsamer machen. Ja, HDR kann man, wenn man nicht den elektronischen Verschluss aktiviert hat, das gibt dann eine sogenannte HIVE-Aufnahme, also kein JPEG, sondern HIVE. Das kann man aber auch noch konvertieren. Automatische Belichtungsoptimierung, das habe ich auf Standard gelassen. Tonwertpriorität lasse ich normalerweise deaktiviert. Das geht dann normalerweise im RAW-Format und da kann man dann D und D Plus reinnehmen. Anti-Flacker-Aufnahme, wenn man mit Kunstlicht Probleme hat, das lasse ich mal. Oder hier Steuerung externes Speedlight. Das würde zu weit führen, wenn ich das jetzt erklären würde. Ich würde es nochmal zeigen. Hier gibt es also auch für Blitzlicht Konfigurationsmöglichkeiten. Weißabgleich, automatischer Weißabgleich gibt es zwei Möglichkeiten für Kunstlicht. Da habe ich jetzt den Standard gelassen. Das kann man auch den Weißabgleich aus einem Foto übernehmen, wenn man sich da eins aussucht. Also Custom Weißabgleich, Weißabgleich, Korrekturen kann man auch shiften hier in einen RGB-Farbraum. sRGB kann man zu Adobe RGB wechseln. Bildstile lasse ich mal hier auf Standard. Da kann man auch Parameter noch verändern. Klarheit ist ein relativ neuer Parameter. Den kann man hier auch nutzen. Hier gibt es eine Objektiv-Aberrationskorrektur. Hier habe ich ein 2405 dran. Lass das mal als Standard. Und ja, da gibt es dann abhängig vom genutzten Objektiv dann noch Korrekturmöglichkeiten. Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung habe ich mal hier aus, sonst dauert die Langzeitbelichtung doppelt so lange. High ISO Rauschunterdrückung auf Standard und Staublöschungsdaten könnte ich hier auch abrufen. Ja, Mehrfachbelichtung ist jetzt deaktiv. Da kann man dann gucken, woran liegt das. Hier mit dem angebrachten Objektiv nicht verfügbar. Das passiert also mal. HDR-Modus kann ich hier machen, mache dann Reihenbelichtung, verrechne das intern, entweder automatisch oder plus minus 3 EV. Focus Bracketing, da haben wir ja schon sehr viel gemacht, da will ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Also 999 Bilder kann ich hinterlegen als Maximum mit einem Spreizabstand von bis zu 10. Das habe ich ja schon ausführlich vorgestellt, deswegen will ich das hier nochmal ganz kurz zeigen. Belichtungsglättung, ja, das kann mal sein bei sehr hohen Vergrößerungen, dass das Bild in der Fokusreihe immer heller wird. Da kann er dann eingreifen und abblenden. Dann Intervalltimer kann man aktivieren und das kann man dann auch verändern auf 99 Stunden. Ja, hier kann man den Auslösermodus noch verändern im Timer und wenn ich das aktiviere, dann kann ich hier über die Infotaste den Intervall, also den Zeitraum zwischen zwei Aufnahmen bestimmen bis 99 Stunden und die Anzahl kann ich auch auf unendlich einstellen, sodass ich jetzt nicht 99 Aufnahmen als Maximum nutzen muss. Langzeitbelichtungstimer geht nur im Programm Bulb, im Programm B.
Da kann man also auch einen Aufnahmetimer hinterlegen. Und der Auslösermodus, ja, der ist sehr interessant. Den lege ich später auch ins My-Menü. Den kann man also ändern. Von elektronischer ist er geräuschlos. Und nur dann hat er im schnellen Serienbildmodus auch seine 20 Bilder pro Sekunde. Sonst würde er mit dem mechanischen 12 Bilder schaffen. Ja, Auslösen ohne Karte, das habe ich mal aktiviert. Bildstabilisator-Modus kann man hier noch eingreifen. Sonst gibt es auch am Objektiv vielfach, nicht immer, aber oft einen Umschalter, um den Stabilisator zu aktivieren oder deaktivieren. Touch-Auslöser kann man hier aktivieren oder deaktivieren. Rückschauzeit habe ich gerne aus, kann man aber einschalten, dass er die Aufnahme, die man gerade gemacht hat, nochmal einblendet. Messtimer, ja, das ist die Zeit, wo er dann wartet auf Eingriffe. Nach 8 Sekunden reagieren die Einstellräder dann nicht mehr. Belichtungssimulation, ich will das sehen, was ich aufnehme anhand der Parameter. Das habe ich eingeschaltet. Und ja, hier kann ich die Sucheanzeige verändern. Das habe ich so gemacht, dass es möglichst groß angezeigt wird. Anzeige, Leistung, ja, kann man auch als stromsparend anzeigen. Dann hat er jetzt hier auch für die Videoaufnahmequalität Movie-Qualitäten, wenn ich auf den roten Racket-Button drücke. Hier kann man auch die Tonaufnahme manuell oder automatisch einstellen. Dann gibt es hier maximale Empfindlichkeit für Auto. Habe ich auf das Maximum von 204.800 eingestellt. Dann kann man auch sagen, wenn du wenig Licht hast, naja, dann wird die Bewegung lieber langsamer, aber dafür alles heller machen. Und hier kann man dann die Auslösefunktion für Movies nochmal definieren. Kommen wir zum Autofokusbetrieb. Autofokusbetrieb, ja, ich habe hier komisch, ich habe einen Umschalter am Objektiv, der reagiert offenbar nicht so, wie ich das dachte. Da muss ich dann gleich die Kamera mal ausschalten. Deswegen bin ich hier im MF-Betrieb und suche jetzt nach einer Möglichkeit, wie kann ich denn das auf One-Shot-Autofokusbetrieb umstellen. Ja, irgendwie bin ich nicht so ganz dahinter gekommen. Ich kürze das mal hier kurz ab. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Ja, dann habe ich einfach die Kamera wieder ein- und ausgeschaltet. Vielleicht komme ich da noch hinter, woran das liegt. Aber dann ist er in den One-Shot reingegangen, nachdem ich sie wieder eingeschaltet habe. Kann sein, dass das ein Bug ist oder irgendwas habe ich hier vielleicht nicht ganz verstanden. Also hier bin ich jetzt im One-Shot-Betrieb wieder drin. Und hier kann man dann auf Servo umschalten. Das geht natürlich auch im Menü. Servo ist dann für kontinuierliche Nachführung, One-Shot für Einzelaufnahmen. Autofokus-Methode kann man hier umschalten. Spot, Autofokus. Ich habe jetzt mal hier die automatische Motiverkennung. Da kann man das priorisieren und auch Augenerkennung aktivieren. Kontinuierlicher Autofokus, dann würde er permanent nachfokussieren. Das lasse ich mal. Das würde mich schon ein bisschen nerven. Movie-Betrieb soll aktiv sein. Drag and Drop. Ja, da kann man den Monitor für die Autofokussierung beim Sucherblick noch verändern. Fokussiermodus. Hier kann man noch Peaking einschalten. Also Fokus-Peaking kann man machen im manuellen Fokusbetrieb oder auch im Autofokusbetrieb. Das ist also eine Fokussierhilfe. Wenn ich also im manuellen Fokusbetrieb bin, dann würde er die Stellen, die dann im Schärferaum scharf werden, dann mit der entsprechenden hinterlegten Farbe darstellen. Ja, hier schalte ich jetzt nochmal irgendwie auf den MF-Betrieb um. Aber anscheinend reagiert das jetzt im Moment hier noch nicht. Aber da komme ich gleich noch hinter. Also das schalte ich immer auf MF um und dann habe ich im manuellen Fokus, also auch hier ist das zu sehen, hier wird es rot in den Bereichen, wo es scharf ist. Also das ist das Fokus-Peaking mit roter Farbe und in hoher Detektion. Das ist also eine Fokussierhilfe und das kann man dann hier noch umstellen. Auch hier kann man die Farbe und die Detektionsstärke verändern. Hier gibt es einen Fokusassistenten. Das ist also so eine Symbolgrafik mit drei kleinen Dreiecken. Wenn die übereinstimmen und es grün wird, dann hat er auf Scharfstellung detektiert. Ansonsten verändert man über den Fokussierring am Objektiv entsprechend noch die Fokussierung. Autofokus-Hilfslicht-Aussendung kann man hier aktivieren und konfigurieren.
Hier gibt es auch sogenannte Autofocus Cases. Es gibt einen neuen Auto, der ist auch eingeführt worden an der EOS 1 DX Mark III. Den nutze ich sehr gerne mit Auto. Ja, hier kann man noch manuell Objektive mit elektronischer Fokussierung noch konfigurieren und wie sie dann reagieren. Hier habe ich jetzt gerade die Autofokus-Betriebsart an dem Einstellring verändert. Das kann man natürlich auch konfigurieren. Hier wollte ich jetzt eigentlich mal kurz die Sucherlupe einblenden. Wenn ich am Fokusring fokussiere, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, wann das dann funktioniert. Das hat schon funktioniert, wenn ich den Sucher halb durch, den Auslöser halb durchdrücke und dann nach Dreh am Fokusring dann auch eine Lupe automatisch aufrufe. Im Moment funktioniert das hier nicht, aber das werden wir schon noch hinkriegen. So, jetzt gehe ich mal hier kurz weiter. Also hier kann man elektronische Objektive, die also mit dem elektronischen Fokussiermotor arbeiten, noch entsprechend konfigurieren. Ja, One-Shot-Priorität, er soll also so lange fokussieren, bis er die Schärfe gefunden hat. Das ist im One-Shot eigentlich der Standard. Oder sonst lieber nicht auslösen. Nachgeführte Motive soll er da lieber wechseln. Und wenn ja, schnell oder nicht so schnell, Schärfensuche weitermachen, wenn der Autofokus nicht gefunden hat, oder lieber gleich stoppen. Ja, hier kann man noch Autofokus-Methoden begrenzen, wenn man nicht alle haben will. Auswahlsteuerung, ja, kann man jetzt entweder, wenn man die Autofokus-Betriebsart oben rechts auf die Taste drücken und jetzt kann ich oben am Haupteinstellrädchen das ändern oder ich lasse es über den Tastendruck. Ich habe lieber das Rädchen zum Einstellen. Ja, Autofokusfelder kann man auch, wenn man im Hochformat ist, eine entsprechende Position wechseln. Ausgangsfeld für den Servo kann man hier noch bestimmen und definieren. Fokusringdrehung kann man hier noch verändern, wenn das elektronisch abgefragt wird. RF-Objektiv, Empfindlichkeit beim manuellen Fokus kann man hier noch anpassen. Und ja, Empfindlichkeit, Autofokus, Messfelder kann man hier auch noch verändern. So, in der Bildwiedergabe, Bilderschützen, das gehe ich mal sehr schnell durch. Das ja, ist meistens Selbsterklärung, Druckauftrag, Fotobuch, RAW-Bildbearbeitung. Wenn man ein RAW aufgenommen hat, kann man das noch verändern, die Größe ändern und so weiter. Oder eine HIVE, ein sogenanntes HDR-Bild, kann man noch in JPEG konvertieren. Diashow, Suchkriterien kann man hier festlegen und wie der Bildsprung vor sich geht und Grading-Funktion. Ja, und hier gibt es dann noch Info, die eingeblendet werden, was man dann da als Info angezeigt bekommen möchte. Autofokus, Feldanzeige, welches Autofokusfeld detektiert hat, das kann mal interessant sein. Hier ein Raster, goldener Schnittraster, das obere, das habe ich ja in vor zwei Videos einmal erklärt und hier HDMI kann man noch als HDR ausgeben. Jetzt kommen wir zu den WLAN und Wi-Fi Funktionen. Ja, hier Flugzeugmodus kann man aus- oder einschalten, WLAN aktivieren, da habe ich ein iPad und Bluetooth kann man hier aktivieren, den Namen kann man hier verändern, GPS ist nicht verbaut, aber man kann einen Empfänger ranstecken oder auch über das Smartphone die GPS-Daten übertragen. Ja, wenn man Bilder an SmartGrid überträgt, was soll da passieren, wenn man RAW und JPEG parallel hat, nur das JPEG. Und ja, hier kann man dann den Aufnahmeordner verändern, wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich will Video aufzeichnen auf der zweiten Speicherkarte und Fotos auf der ersten. Da kann man also noch eingreifen. Hier Dateinummer würde ich empfehlen, rein Aufnahme zu lassen. Sonst resettet er nach 99 Aufnahmen sehr schnell. Dateinamen kann man anpassen. Karte formatieren, das werde ich noch ins My-Menü packen. Automatisch drehen. Ja, das kann sinnvoll sein, wenn man es ins Hochformat dreht. Rotationsinformationen, Zeit, Datum, das ist das Erste, was man macht, wenn man die Kamera einschaltet. Und auch die Sprache natürlich. In Deutsch Video NTSC, dann kann ich auf 30 und 60p umschalten im Videobetrieb. Ja, Hilfstexte, Piepton beim
Touch, Kopfhörerlautstärke kann man hier verändern, Stromsparmodus, das kann man hier nerven, wenn das sehr schnell ausgeht, die Kamera. Da kann man auch einen Eco-Modus einschalten, Bildschirmsucheranzeige. Ja, was passiert? Es erschaltet normalerweise automatisch auf den Sucher- und Monitorbetrieb um. Hier kann man noch die Helligkeit und die Sucherhelligkeit verändern, auch den Farbton und ja, Sucherfeinabstimmung kann man hier noch machen. Und hier gibt es noch eine Vergrößerung für die Menübedienung. Doppeltippen mit beiden Fingern, wenn man das aktiv hat, dann wird die Anzeige größer. Nochmal mit zwei Fingern doppeltippen, dann wird es wieder normal. Finde ich eigentlich ganz pfiffig. HDMI-Auflösung, ja, wenn man HDMI-Ausgang nutzt, kann man hier noch auf Full HD definieren oder automatisch. Touch-Steuerung habe ich hier auf Standard, das kann man auch empfindlicher machen oder deaktivieren. Multifunktionssperre, da oben gibt es einen Taster, um die Kamera zu locken. Was soll dann gelockt werden, auslösen bei Abschaltung? Ja, soll der Verschluss zugehen oder offen bleiben. Dann gibt es noch ein Kamerahandbuch. Kamera zurückstellen. Custom-Funktion kann man hier registrieren und automatisch aktualisieren. Das habe ich auf Auto aktualisieren. Info-Akkuladung. Da ist auch ein Auslösezähler, der zählt aber nur die Aufnahmen, die man nach dem Laden gemacht hat. Ja, mein eigener Name habe ich hier noch hinterlegt. Ah ja, hier gibt es die Bedienungsanleitung. Zertifizierung, Firmware-Aktualisierung werden hier angezeigt. Da kann man sie auch machen, wenn man das auf der Speicherkarte im Root-Verzeichnis hat. Ja, hier ISO-Einstellstufen und generelle Einstellstufen habe ich auf Drittelung. Auto-ISO kann man hier definieren. Automatisches Bracketing-Ende soll bei mir nicht ausgeführt werden. Bracketing-Aufnahmen 5 Stück minus 0 plus habe ich hier. Also das ist das AEB. Selbe Belichtung, neue Blende. Ja, das will ich mal jetzt nicht zu ausführlich kommentieren. Hier kann man noch die Messmethoden. Was soll gespeichert werden, wenn man den Auslöser halb durchdrückt? Bei welchen Belichtungsmessmethoden? Blenden und Verschlusszeit kann man einschränken, Drehrichtung kann man verändern und Tasten anpassen, das will ich nochmal kurz zeigen. Das kann man ja auch übers Q-Menü dann direkt anspringen, habe ich auch ins My-Menü reingelegt. Ja, hier gibt es eine ganze Menge an Tasten, die man verändern kann und da will ich nochmal ganz kurz durchscrollen. Da muss man natürlich gucken, was möchte man machen. Das ist immer auch ein bisschen abhängig von dem, wie man die Kamera einsetzt. Ja, Focus Bracketing hätte ich hier gerne gehabt. Das wird aber nicht angeboten. Aber hier gibt es natürlich eine ganze Reihe. Hängt auch ein bisschen ab, welche Taste man konfiguriert. Und das ist gesplittet in Foto- und Videobereich. Und ja, hier habe ich jetzt den Joystick aktiviert zum Verändern des AF-Feldes und die Set-Taste habe ich mir hier auch als Menütaste konfiguriert, dann geht das schneller. Man muss sich nicht immer oben nach links umgreifen hier oder hier. Das kann ich dann auch machen, wenn die Kamera ja, auf mich zeigt und das kann ich dann sehr schnell blind auch ertasten. Also das mache ich gerne. Wallräder kann man hier auch noch etwas anpassen. Das habe ich auch so gemacht, wie ich es kenne. Oben das obere Daumenrädchen soll bei mir die mittlere Belichtungsstufe verändern. Und das große Daumenrädchen hier unten den ISO-Wert. Also so kenne ich es und ja, so habe ich es mir dann auch hinkonfiguriert. Individuelle Einstellungen löschen, das lasse ich mal. Wenn man Probleme hat, kann man das natürlich machen. Und ja, Schneidedaten kann man hinzufügen in verschiedenen Verhältnissen. Audiokompression habe ich so gelassen. Löschstandardoption habe ich etwas verändert, damit ich schneller über den Löschbutton drauf zugreifen kann und nicht noch eine Abfrage habe. Ohne Objektiv auslösen. Für Testzwecke kann das sinnvoll sein. Einziehen beim Abschalten. IPTC-Informationen habe ich hier nicht hinterlegt, könnte man aber noch gemacht haben. Dann kann man die noch löschen. Und hier bin ich im My-Menü. Ja, das erste, was ich mache, Karte formatieren. Und für mich als Makro-Fan Focus Bracketing. Da habe ich dann einen schnellen Zugriff. WLAN, Bluetooth-Verbindung. Da habe ich auch einen schnellen Zugriff. Auslösermodus. Hier kann ich ihn schnell wechseln. Zum Beispiel auf elektronisch. Tasten anpassen. Das habe ich gerade gezeigt. Das kann ich hier auch immer mal wieder schnell machen. Tonaufnahme. Ich als Videofilmer
muss da auch ab und zu mal eingreifen. Hier kann man noch mehrere Registerkarten hinterlegen und das erweitern und hier auch Positionen dazu fügen oder auch, ja, man kann auch Einträge wieder löschen oder hier hat man jetzt aber auch Zugriff auf sämtliche Einträge. Canon EOS R6, eine fantastische Kamera und ja, ich habe schon einiges mit ihr gemacht und ausgetestet und auch schon einige Videos online gestellt. Schauen Sie sich das an. Ich habe ja auch viel zur Makrofähigkeit schon gemacht, auch schon Vergleiche, 5 Makroobjektive über den EOS RF-Adapter gezeigt und auch Fokus-Bracketing und Schrittweitenanalysen gemacht etc. Also die EOS R6, eine starke Kamera, auch für den Makrobereich sehr interessant, sehr starke Autofokus-Fähigkeiten, da habe ich auch schon einen Autofokus-Test gemacht und ja, nicht zuletzt tolle Videofähigkeiten und eine sehr hohe Serienbildgeschwindigkeit, bis zu 20 Bilder pro Sekunde. Aber aufgepasst, dafür muss man den elektronischen Verschluss aktivieren. Und ich habe ja gezeigt, das geht zum Beispiel über Kurzzugriff, wenn man ja, im My-Menü dann den Menüeintrag Verschluss oder Auslösertyp hinterlegt, dass man dann schnell zwischen elektronischen und mechanischen oder erst nur elektronischen Verschlussvorhang wechseln kann. Da gibt es auch gewisse Abhängigkeiten, also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da was verändert hat, dass man gegebenenfalls auf andere Menüpunkte nicht mehr zugreifen kann oder auch umgekehrt. Man möchte Einstellungen vornehmen, die dann nicht funktionieren, weil man eben den elektronischen Verschluss vielleicht nicht gewählt hat. Ja, eine tolle Kamera. Ich bin sehr begeistert. Im Moment ist sie noch nicht überall verfügbar, aber so nach und nach, denke ich mal, werden die Kundenwünsche hoffentlich bedient werden. Noch ein kurzer Hinweis, Makrofotografie, dafür ist die EOS R6 auch fantastisch. Sehr hohe Geschwindigkeit in der Focus-Bracketing-Funktion. Da haben wir eine Zeitschrift, Traumflieger Makrowelt, derzeit 10 Ausgaben. Die 11. Ausgabe ist in Vorbereitung und Focus-Stacking, das Buch, möchte ich nochmal hier erwähnen für Makrofans, die sich ja vertiefen wollen in die Makrofotografie, Fokus-Stacking, Makrofotografie für Profis und Einsteiger, derzeit in der 2. Auflage bei uns im Traumflieger-Shop. Machen Sie es gut und viel Spaß beim Konfigurieren der Kamera. Bis dann, ciao.